Der Sonnenprinz verließ das Jetbike, welches ihn durch die verwinkelten Gassen der Makropole getragen hatte, schlug ein Rad und verneigte sich dann derart tief, dass der Hohn der Geste selbst seinen beiden Mitverschwörern nicht entgehen konnte. Nantaanus schlanke, hohe Gestalt reagierte nicht, doch der ebenmäßige Mund Nuurias verzog sich abfällig, als ihr gegenüber das Treffen schon derart respektlos begann. Folgt alles dem Plan? Ihre Stimme verriet ihre Anspannung und die Abscheu, die sie für den Versammlungsort empfand. Nuuria hatte Aspektkrieger hierher geführt, wertvolle Soldaten aus den Kriegsschreinen der Craftworlds. Daher verdiente sie die Schonung des Sonnenprinzen. Er lachte meckernd, wie der Ziegendämon, dessen Schädel er als Maske trug. Stets. Wir Harlekine folgen stets dem großen Plan. Die Farseherin gestikulierte enerviert. Eure Scharaden sind nicht, was uns hierher gebracht hat. Sind der Monkai Giselherr und Skyra bereit für ihren Teil des... Sie zögerte, lächelte dann diplomatisch. Stücks. Der Sonnenprinz applaudierte schallend. Bravo, welch wundervolles Wort inmitten solchen Gestanks Zukunftssichtige. Ja. Ja, sie sind auf dem Pfad des blutigen Gottes, bereit, sich gänzlich dem Gemetzel zu verschreiben, welches er so liebt. Erst jetzt erklang Nantaanus' Stimme, tief vibrierend durch den Wraith-Kristall. Da ist eine Unregelmäßigkeit im Fluss der Zeit. Ein Wesen, tump und ohne Kultur. Doch es trägt das Mal des ersten Vernichters, das Mal des Blutdämonen. Es wird Skyra auf ihrer Suche nach der Rüstung töten, wenn wir nicht schnell handeln. Ein schallendes Lachen, irre und weittragend durch die Korridore der Makropole, verwandelte sich in ein theatralisches Seufzen. Nun gut, o ehrwürdiger Toter, weist mir mein Ziel und ich führe der Kreatur, von der du sprichst, ein letztes Stück auf. Hallo und willkommen zurück bei 1000 für den Imperator. Nachdem unser letzter Spielbericht so tolles Feedback bekommen hat, haben wir uns gedacht, wir schieben gleich einen kleinen hinterher, ganz klein, und haben uns dafür die Mission Gelegenheitsziel ausgesucht. Genau, so ein bisschen folgt das Ganze der Idee, dass irgendwie mir jetzt alle Chaos Space und Charaktermodelle, die ich irgendwie als Anführer etablieren wollte, weggeädert wurden. Und auch wenn hier der, ich glaube sein Vorname ist Vex, nach dem offiziellen Lore, der Lord des Scorlin langsam fertig wird. Das ist nicht er. Wollte ich, achso, stimmt, ja, das ist das Reitetierchen. Reitetierchen, genau. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich bin zu uninformiert dafür. Irgendwas zu wissen, wie das. Crawler. Wahrscheinlich was mit Crawler, ja. Richtig. Genau, auf jeden Fall will ich auch unbedingt einen Dämonenprinzen und die Story ist wie folgt. Manche mögen sich erinnern oder vielleicht auch nicht, dass wir in der Mission Rette den Prinzen wurde quasi eine Gruppe Ogrins des Astra Militarum weggepsionigt und von hinterhältiger Elderhexerei erledigt. Oh. Und einer, einer, Gormorok sein Name, der wurde, also der lag nur so halb tot rum und wurde dann aufgrund der dämonischen Aura von Vigilis quasi so mutiert und verwuchs mit den dort auf dem Schlachtfeld rumliegenden Waffen. Das haben sie ein Bein vergessen. Das stimmt, das Modell hat nur drei Beine. Aber genau, und der krabbelt jetzt so etwas verwirrt über Vigilis Wüsten herum und hat sich in so eine Makropole zurückgezogen und ist da gerade dabei, fröhlich weiter zu einem Dämonenprinzen zu mutieren, weil natürlich die Kombination aus Chaos-Energie und Ogrin-DNA eigentlich perfekt für Korn ist. Mhm. Aber... Komm klar. Ja, der Sonnenprinz ist natürlich irgendwie immer noch in der Nähe und die Harlekine haben mit ihrer unendlichen Weisheit beschlossen, steht alles in der Schwarzen Bibliothek, dass wir das vielleicht nicht so zulassen wollen. Und wir sehen mal, wo uns das hinführt. Alles klar. Dann machen wir jetzt weiter mit der Missionsvorstellung und danach zeigen wir mal unsere Armeen. Also die Einheiten. Sieben Modelle ist irgendwie wie Kittchen, ne? Bis gleich. So, das ist das Schlachtfeld. Wir befinden uns offensichtlich in den höheren Gebieten der Hyperia-Makropolweite und das Ganze funktioniert wie folgt. Gelegenheitsziel geht über 7 Runden. Meine Aufgabe, also Gormoroks Aufgabe ist es, zu überleben auf diesem Schlachtfeld. Er darf nicht flüchten, das Schlachtfeld nicht verlassen. Die Harlekine haben die Aufgabe, Gormorok bis zum Ende des 7. Spielzugs erledigt zu haben. Dafür dürfen sie in 3 Zoll Reichweite einmal entlang dieser Kanten sich so aufstellen, wie immer sie möchten. Gormorok beginnt das Spiel genau hier, sagt die Missionsbeschreibung. Ansonsten ist an dieser Mission besonders, dass alle
Modelle des Angreifers, also in diesem Fall der Harlekine, wie einzelne Einheiten geführt werden. Das bedeutet, Anna hat insgesamt 6 Harlekine und jede wird wie eine einzelne Einheit benutzt. Darüber hinaus ist es so, dass Gormrock quasi schon im Begriff der Apotheose, ich weiß nicht, ob man es noch Apotheose nennt, wenn er sich in einen Dämon verwandelt, keine Ahnung. Anna sagt nein. Okay, Dämon-Theose, keine Ahnung, im Begriff des Aufstiegs zur Dämonenheit befindet und ab Spielzug 2 wird gewürfelt. Am Anfang von Spielzug 2 verwandelt er sich auf eine 6 in einen Dämon, am Anfang von Spielzug 3 auf eine 7, am Anfang von Spielzug 4, Quatsch, 5, ja genau. Also erst auf 6, dann auf 5, dann auf 4, dann auf 3, dann auf 2, dann passiert es automatisch. Und genau, bis zu diesem Moment wird Gormrock als Obliterator gespielt und sollte er sich in einen Dämonenprinzen verwandeln, wird er als Dämonenprinz des Khorne gespielt. Wir machen dann weiter mit den Armeen. Das ist die Armee des Chaos oder die beiden Modelle, die ich zu benutzen gedenke. Wir haben hier einmal, und ich habe es schon im letzten Spielbericht benutzt, das Modell des alten Drachenogers. Und ich glaube, ich habe da aus dem alten Epic-Spiel hier sowas an den Arm geklebt. So oder so, er wird wie ein Obliterator mit dem Mark des Khorne benutzt. Hier ist übrigens das von Anna Sophies angesprochene fehlende Bein, weil, keine Ahnung, das Bein fehlt. Und sollte er sterben, dann verwandelt er sich auch automatisch in den Dämonenprinzen des Khorne. Ihm fehlen aber dann quasi 4 Lebenspunkte oder eben alle Lebenspunkte, die er als Schaden gekriegt hat. Das hier ist dann, glaube ich, der, ich weiß gar nicht, Drachenoger Shaggoth, aus dem wir umgebaut haben zu einem Dämonenprinzen des Khorne. Der hat die Klauen, die ihm 3 Attacken mehr geben. Und ansonsten als Warlord Trait Soul Eater, das bedeutet, wann immer er einen der Harlekine frisst, kriegt er W3 Wunden zurück. So, dann haben wir einmal die Harlekine. Sie werden ja alle als einzelne Einheiten behandelt. Dann haben wir hier 3 Stück mit Fusionspistolen, einmal die Schurikenpistole und einmal den Neurodisruptor. Außerdem den Troopmaster mit auch einer Fusionspistole und dem Storied Sword. Außerdem haben sie alle, außer dem Chef, den Harlekins Embrace. Und im Ganzen gibt es wegen dem Patrol Detachment 3 Command Points. Ah, genau, das hatten wir nämlich beim Chaos vergessen. Ich habe 2 Command Points, weil ich irregulär aufgestellt habe und ein Auxiliary Detachment habe. Das bedeutet, ich kriege sogar einen abgezogen. Alles klar, dann kommen wir jetzt zur Aufstellung. Gormrock stapfte über den Marmor. Er mochte Marmor. Er war kalt und glatt und erinnerte ihn an die Worte des Predigers, der ihn immer an den Imperator gemahnt hatte, den Gott-Imperator. Gormrock hatte sich verirrt. Dafür hörte er den Gott-Imperator jetzt klar und deutlich. Der Imperator hatte ihn beschenkt, hatte Waffen von toten imperialen Soldaten mit ihm eins werden lassen. Gormrock war froh darüber. Auch war die Stimme des Imperators ganz, ganz klar in ihm. Ganz klar. Sie sprach von Gemetzel, von Tod, von Vernichtung. Gormrock war traurig. Als er in die Kathedrale gekommen war, um stolz den Priestern seine Erhebung zu zeigen, hatten sie ihn angeschrien. Der Imperator hatte ihm mit zischender Stimme gesagt, was zu tun war. Die Priester waren Verräter. Er hatte sie getötet. Seitdem brannte etwas in Gormrock. Ein helles Licht, wie Feuer. Die Stimme sagte, er würde größer, viel größer werden. Nach der Aufstellung sieht es wie folgt aus. Ganz rechts am Rand des Schlachtfeldes haben sich 3 Harlekine hier auf der rechten Seite eingenistet. Wenn wir dieser Sache hier folgen, finden wir hier ganz unschuldig rumstehend Gormrock, der immer noch nicht ganz verstanden hat, wie ernst die Situation ist. Und an der imperialen Kathedrale vorbei, hinter dem Silo, findet sich hier hinter dem Durchgang eine weitere Truppe von 3 Harlekinen mit dem Troopmaster. Und insgesamt ist es dann so, dass wir jetzt darum würfeln werden, wer anfängt. Und das machen wir auch gleich ganz direkt. Ich würfle eine 6. Ich nicht. 3. Ich möchte anfangen. Ach so. Alles klar. Ja, unbedingt sogar. So, für das Chaos gibt es dieses Mal keine Spielzug in Bewegungsgeschichte. Also quasi nicht den Zeitraffer, weil ich nur ein Modell habe. Das bedeutet, ich bewege mich relativ schnell und mit 8
Zoll einfach hier ins Eck hinein. Ich bin außerhalb der Reichweite von allem und damit machen wir auch direkt weiter mit Annas Spielzug 1. Ein wenig bewunderte der Sonnenprinz die Ästhetik des Verfalls, welcher die imperialen Welten immer so Schmuck begleitete. Fast schien es ihm, dass all der Prunk dazu gemacht war, einen Kontrast zur Zerstörung des Krieges zu bilden und so eben jene Zerstörung einlud wie einen Gast, den er herbeisehnte. Ein leiser Vers aus dem großen Stück, den er sacht zitierte, ließ seine 5 Schausteller vorrücken. Sie schlugen Kapriolen, Pirouetten und Salti, während doch kein einziges Geräusch entstand, als sie durch das leergefegte Gebiet tanzten. Irgendwo hier befand sich das Gefäß, das bald ein Dämon sein würde. So, hier drüben hat sich der Troopmaster mit seinen beiden Begleitharlekinen einmal auf die Luftbrücke begeben, denn Höhe zählt ja nicht. Und auf der anderen Seite haben sich die 3 einmal hinter dem Turm verschanzt, denn es ist im Moment eh noch nichts in Reichweite und deswegen, ja, harren wir da jetzt mal aus. Ja, das war dann Spielzug 1 und ich würfel gleich mal, ob sich in Spielzug 2 der gute Gormorok in den Dämonenprinzen verwandelt. Das tut er auf eine 6. Nee. Nee. Okay, gut, dann muss er wohl noch eine Runde als Obliterator leben. Ich messe mal schnell, wohin ich will und dann sind wir wieder da. So. In der Bewegungsphase des Chaos-Spielzug 2 werde ich Folgendes tun. Gormrock hat zum Vorrücken eine 5 gewürfelt. Das bedeutet, ich ziehe ihn hier ran, sehe damit die dreckigen Elder oben auf dieser Luftbrücke und eröffne wild- und obliteratormäßig das Feuer. Dafür brauchen wir dann 3W6 und zwar Stärke W3 plus 6, ja, sind 7, Durchschlag minus 2 ist wurscht und Schaden ist auch wurscht, weil die der Mann auf die Ziele oder die Frau, ich weiß gar nicht, was ist das Vorderste? Weiblicher Elder, Mann, ein männlicher Elder. Das stimmt. Jeder kann Harlekin sein. Ich bin vorgerückt, das bedeutet, ich treffe um 1 schlechter, treffe damit auf die 4. Treffe die Elder 2-mal, Stärke 7, Widerstand 3, verwunde auf die 2. 2 Stück, das macht 2 Rettungswürfe. Auf die 4. Einer nicht. Möchtest du den rerollen? Ach ja, es wäre ein bisschen blöd, wenn der tut. So früh, ne? Nee. Ja, dann, einer weniger. Sehr gut. So, das war's. Ich bin sehr zufrieden mit Gormoroks massivem Einsatz für sein eigenes Leben und dem Tod des schändlichen Elder. Es wurde auf den Vordersten geschossen. Ah, sehr gut. Das ist auch der mit der Fusionspistole. Schön. Und das hätte ich eigentlich mir vorher überlegen sollen. Jetzt schlagen schon wieder alle Chaos-Spieler Hände über den Kopf zusammen, weil ich irgendwie so ich schieße auf den Vordersten. Okay, nächstes Mal passe ich besser auf. War jetzt glücklich. Alles klar, dann machen wir weiter mit Eldar Spielzug 2. Gormorok starrte das Wesen Tump an. Er wusste gar nicht, was sie waren. Nur, dass sie sich anschlichen. Sie waren so klein, schlank und ganz hübsch. Vielleicht zum Leben erwachte Statuen? Ja, er hatte sie schon einmal gesehen. An einem Brunnen im Heiligtum der Bäume oder wie der Ort hieß. Aber sie hatten Schwerter. Wollten sie etwa? Dann schrie die Stimme des Imperators Gormorok so laut an, dass seine Ohren bluteten. Das Feuer in ihm brannte heißer, immer heißer. Er musste die Dinger töten. So, die 2 verbliebenen Harlekine haben sich hier oben auf ihrer Luftbrücke weiterbewegt und der Rest da drüben ist vorgerückt und hat sich so hinter dem Fass platziert, dass Gormorok sie natürlich nicht sehen kann. Nein! So, im Zweifelsfall für Platin und so, ne? Gormorok! Ja. Aber der wird jetzt nicht im Nahkampf angegriffen, oder? Nee. Okay, Schussphase entfällt ja schon mal. Jo. Dann, ich nehme an, du willst doch angreifen und ich wurde schlimm belogen. Glaub schon, ja. Alles klar, dann sind wir mit der Angriffsphase gleich wieder bei euch. Zum Chargen, der Vorderste kommt direkt ran, denn er hat ja keine Höhe oder um drumherum messen zu müssen. Das heißt, den können wir einfach vorsetzen. Er hier braucht eine 4, er hier braucht eine 5. Und jetzt schauen wir einfach mal. Erster kommt ran. Und der zweite kommt auch ran. Dann haben wir noch den hier oben vergessen. Der braucht eine 8. Schauen wir mal.
und schafft es nicht ran. Es macht aber nichts. Also schöner wäre es gewesen, aber... So, die drei haben es ran geschafft. Prinzipiell hat ein Harlekin 4 Attacken im Nahkampf. Die bekommen wegen dem Hysterical Fury noch eine dazu. Das macht insgesamt 15 Attacken. Wir treffen auf die 3. Na doch, das sind 11, ne? Ja. Eine 10. Ah gut, perfekt. Statistisch. Und verbunden auf die 5. Ja, dann doch immerhin 3, ne? Alles klar, dann... Hätte schlimmer kommen können. Das ist richtig. So, das hat minus 3, das bedeutet, ich habe einen 5er Rettungswurf. Und yes, ich krieg einen Schaden. Mhm. Gomrock! Gomrock reißt es einfach so weg. Mhm. So, da liegt der rosa Damage-Würfel. So, der noch die verbliebenen Lebenspunkte anzeigt. Und wir machen es so, er hat 3 Attacken. Ich schlage auf einen Fusionspistolen-Elder. Nehmen wir... Es sind 3 Fusionspistolen. Ah, nein, stimmt. Nein, der hat irgendwie genau den Neurodisruptor. Ich schlage auf den da. Mhm. So, ich habe 3 Attacken. Treffe sie alle. Mhm. Und verwunde auf die 2. Verwunde alle. 3, 4 plus Rettungswürfe. Ja, komm schon. Ha. Nein. Und ich bin im Nahkampf. Übrigens, falls es jemand nicht weiß, aus dieser Form des Nahkampfes kann man sich nicht zurückziehen. Ich schon. Ja, ich nicht. Tja. Gomrock. Das bedeutet, meine Runde wird relativ kurz und wir können quasi direkt in sie übergehen. Ich lasse jetzt hier eine dramatische Pause, um die Title Card einzufügen. So, das bedeutet, ich schlage wieder mit 3 Attacken auf Fusionspistolen-Guy, treffe wieder auf die 3+, treffe wieder alle 3, verwunde wieder alle 3. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob er das hier überlebt. Komm schon. Nein, er ist so gut wie tot. Not. Das ist unfassbar. Okay. Ich habe die Würfel wegen den Würfeln so gut und das Problem ist jetzt, dass ich die auch benutze. Aber ich habe alle Spiele bisher für... Okay, Gomrock, nächste Runde mutieren wir, ja? Keine Ausreden Wenn mehr. Wenn sie noch gibt, so, nächste Runde. Damit... So, die Elder dürfen auch noch zurückschlagen. So, das sind jetzt 12 Attacken, denn sie haben nicht akut angegriffen. Auf die 3. Und auf die... Den hätte ich mal zum Verwunden gebraucht, ja. Mhm. Auf die 5. Oh, macht aber nichts. 4 Stück. Ah ja. So, Gomrock. Keine. Tja, und da stirbt er, ne? Oh. Na gut, das hätte ja auch schlimmer kommen können. Gomrock stirbt und zu Beginn meiner Runde, verflucht, zu Beginn deiner Runde haben wir dann den Dämonenprinzen. Mhm. Das ist aber gar nicht gut. Nantaano hatte recht getan, damit ihn und seine Harlekine zu entsenden. Jeder andere Eldari, selbst die Sukubi Kamoras, wären bei dem Anblick, der sich ihnen bot, erstarrt. Die Kreatur, einst ein Bullgrin im Dienst der Monkai, explodierte schlicht mit einem gewaltigen Ächzen, als wäre ihm die pure Last des Seins selbst zu viel geworden. Was anstatt seiner in die Wirklichkeit trat, hatte nur rudimentäre Ähnlichkeit mit der Seele, die eben vom Warp verschlungen worden war. Riesige schwarze Flügel stachen in den Himmel, Haare grün wie das Feuer der Nimmergeborenen wehten in einem Wind, der nicht da war. Seine Harlekine tanzten weiter, unbeeindruckt vom puren Irrsinn dessen, was geschah. Der Sonnenprinz verneigte sich vor dem Wesen, ehrerbietig. Es verdiente einen letzten schalkhaften Gruß. Immerhin würde es jetzt durch die Hand des lachenden Gottes sterben. So, so ganz konnten wir die Apodaimonose ja irgendwie nicht verhindern. So heißt es ab jetzt. Aber YouTube. Nichtsdestotrotz haben wir den jetzt verwandelten, nicht mehr Gomrock, doch so gut wie möglich angekreist. Der Troopmaster hat sich hier oben in die Ecke positioniert. Der andere Harlekin hat hier die Säule vom Ding getreten und... da liegt er, der heilige, was war's? Keine Ahnung, Typ mit Schlüsseln. Steht bestimmt für eine der 4 Grundpfeiler des Imperiums. Und die anderen 3 haben sich hier einmal taktisch klug um den Dämonenprinzen herum positioniert. Ja, Schussphase. Ne? So, in der Schussphase haben wir 2-mal die Fusionspistole, wir treffen auf die 3. 2 Treffer. Wir verwunden auf die 3. 1. Gut, dann haben wir hier den 5er dämonischen Rettungswurf. Den müssen wir rerollen, damit nichts Schreckliches passiert. Und das gelingt sehr gut. Kein Fusionspistolenschaden. Dann sehr schön. Haben wir einen Neurodisruptor, der auch auf die 3 trifft. Der trifft, verwundet auf die 5. Nicht. Sehr schön. Und die Shurikenpistole.
Da oben steht er. Der Schänder imperialer Kathedralen. Ja, so, ja. Das ist bestimmt sein Künstlername. Treffen auf die drei. Ganz wertvoller Harlekin. Wird von allen gemocht. Und dann bleibt noch hier das Ziegengesicht. Der Zugmaster da oben, ne? Der auf die zwei trifft. Jo. Und auf die drei verwundet. Ha, ja, verwundet. Ach, komm schon. Gormorok! Kommt das ein Dämon? Ist kann er was, ne? Mhm. So, wollen wir in Nahkampf kommen? Wie schaut's aus? Ja, schon, wir fangen mit dem Dämonenprinzen, dem Dämonenprinzen an, sage ich schon, genau, mit dem Troopmaster an, den sieht er nämlich. Ne? So, das ist ja wurscht, er kann keinen, er hat alle Fleischmetallwaffen gegen Haken, oh. Krallen und Hass getauscht. Fast wie ein Black Templar. So gut. Die drei hier schaffen es ohne Würfeln ran. Ja, ah, jetzt auch dann gesagt, hier, der auch. Der auch. Und damit bleibt nur der Troopmaster. Der braucht eine 4. So, kommt das, wenn jetzt nicht klappen würde, wäre es sehr so. Gut. Klappt aber. Gut, dann positionieren wir die Modelle und sind gleich wieder da. So, wir haben uns einmal in den Nahkampf rein positioniert. Das sind dann insgesamt 20 Attacken auf die 3. Oh. Na gut. So, ja. So, wir verwunden auf die 5 und weil der Troopmaster da ist, darf ich auch wiederholen, was ich nicht getroffen habe. Oder nur 1? Wir müssen mal nachschauen. Och Gott, das ist wahrscheinlich eh völlig egal. Na gut, wie viele waren das jetzt schon? Na gut, wir schauen mal schnell, was er wiederholen darf. So, es sind tatsächlich alle Verwundungswürfe. Choreograf des Krieges heißt diese Sonderfertigkeit, die gerade... So, ne? Die haben alle minus 3 oder minus 2? Mit dem Harlekins Caress. Minus 3, klar. Also auf die 5. Er ist sehr tot. Gormorok ist... Ist nicht mehr Gormorok. Ist nee, ein apodaimonierter Dämonenprinz. Ja, er ist vor allem tot. Okay, gut, dann so viel dazu. Ne? Das, der Spielbericht Gelegenheitsziel. Wir melden uns mit der Schlussbesprechung wieder bei euch. So, also... Gormorok ist tot? Das ist richtig, Gormorok ist... Ich bin einfach noch ein Bein an die Augen. Aber andererseits, der war ja auch nie ein echter Chaos Space Marine, ja, muss man auch ehrlich sagen. Also zum Sterben war er gut genug, oder wie? Naja, er war ja quasi schon tot. Er wurde schon von Elder vernichtet und jetzt hat er halt irgendwie, ne, weiß auch nicht. Aber das hier, habe ich ja schon. Das, ja, aber, ich weiß nicht, ich bin hauptsächlich irritiert auf der Mission. Vielleicht haben wir die auch falsch gespielt, oder ich. Aber ich sage nach jedem Spiel, dass ich mir den Chaos Space Marines verloren habe, vielleicht habe ich es falsch gespielt, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie das besser geht. Jetzt kriege ich so eine lange. So, einfach keine Ahnung. So eine Vokabelliste. Genau, ganz YouTube-mäßig kommt jetzt irgendwie so eine einfach so irgendwie. Es fehlt irgendwie noch der Mensch, der kommt und sagt: Geh sterben, Stefan, oder so. Nein, du kennst ein bisschen alles super nett. Und das stimmt. Echt konstruktiv. Alle 245. nee, genau. Auf jeden Fall, wir probieren es jetzt dann ab nächste Mal ganz ernsthaft und genau mit dem Höllenmonster und vielleicht ein bisschen sinnvoller, aber das war ja ohnehin gerade nur als kleines Dankeschön und zum Spaß. Es tut mir leid, dass es nicht so spannend war, wie es im ersten Moment klang, aber keine Ahnung, vielleicht die Mission gibt es im Shadowspear, vielleicht probiert ihr sie mal aus und schreibt mal, ob die bei euch spannender gelaufen ist. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.